3 und herzlich willkommen zu unserem nächsten Videodreh. Heute wollen wir euch einfach mal ganz kurz zeigen, wie ihr euer Herz-Kreislauf-System mit ganz einfachen Schrittübungen in Schwung bringen könnt. Und dafür bleibt einfach dabei und Ton ab. Hüftbreit aufstellen, locker auf der Stelle laufen. Hört ein bisschen auf den Takt der Musik. Nehmt die Arme hier locker mit. Bauch anspannen. Schön aufrecht bleiben. Achtung, wir wechseln, tippen hier locker nach vorne. Nur die Fußspitze. Nehmt das Musikgefühl auf. Das Ganze geht nicht nur nach vorne, sondern auch nach hinten. Schön locker. Tipp, 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 tipp. Koordinieren zu können, einfach vorne, hinten im Wechsel. Oder das Ganze zur Seite. Ganz locker aus der Hüfte. Links, rechts, links, rechts. Aus dem einfachen Step mal doppelt seitwärts. Ein Fuß nach dem anderen zur Seite setzen. Und wieder locker auf der Stelle. Kurze Atempause. Arm hoch einatmen. Vorne, hinten, seitwärts. Wir machen das Ganze mal zum V-Step, also nach schräg außen nach vorne und hier hinten in der Mitte wieder zusammen. Ganz locker. Außen, außen, Mitte, Mitte. Wer gut ist, nimmt die Hände mit. Oder macht das Ganze rückwärts. Auf der Stelle wieder locker weiter. Schön aufrecht bleiben. Über die Nase einatmen. Nächster Schritt, auch wieder ganz einfach. Es geht 4 Schritte vor, locker wieder zurück. Rechts, links, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, tipp. 1, 2, 3, tipp. Nehmt immer die Arme mit. Und das Ganze geht auch leicht schräg. Fangt immer mit rechts an. Und wieder locker auf der Stelle bleiben. Nochmal kurz atmen. Tief ein, lang machen, ausatmen, ein, aus, ein, aus. Gut, das soll schon gewesen sein für heute. Wir steigern das Ganze beim nächsten Mal. Viel Spaß beim Nachmachen. Hi und herzlich willkommen zu unserem nächsten Videodreh.
Heute wollen wir euch einfach mal ganz kurz zeigen, wie ihr euer Herz-Kreislauf-System mit ganz einfachen Schrittübungen in Schwung bringen könnt. Und dafür bleibt einfach dabei und Ton ab!